Willkommen bei telekom.tarife-angebote.de. Bevor wir unseren Speedport-Hybrid-Router einrichten, überzeugen wir uns zunächst, dass wir alle nötigen Komponenten im Lieferumfang vorgefunden haben. Dazu gehört natürlich insbesondere der Speedport-Hybrid-Router selbst, aber auch das nötige DSL-Kabel mit dem Stecker, der an die Telefondose angeschlossen wird, und dem Stecker für den Router. Zum Lieferumfang gehört natürlich auch eine Bedienungsanleitung, ein Netzwerkkabel, mit dem Sie beispielsweise Ihren Computer per Kabel an den Speedport Hybrid anschließen können. Sie können ihn wahlweise als Standgerät nutzen oder den Standfuß in diese Wandhalterung einschieben und ihn an der Wand anbringen. Und für die Stromversorgung wird ein Netzteil mitgeliefert. Zusätzlich zu dem Karton mit diesen Komponenten finden Sie in Ihrem Paket auch einen solchen dicken Umschlag vor die Einrichtungsunterlagen mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie den Router in Betrieb nehmen. Und hier vorn eingeschoben finden Sie zum einen Ihre persönlichen Zugangsdaten. Wenn Sie von einem bestehenden Anschluss wechseln, verändern sich die Zugangsdaten nicht, dann fehlt also der Brief mit neuen Zugangsdaten, weil Sie einfach Ihre alten weiterverwenden können. Aber in jedem Fall erhalten Sie eine SIM-Karte, denn die ist ganz wichtig, um Speedport Hybrid nutzen zu können, mit eben der Kombination aus DSL und LTE-Funkversorgung. Nachdem ich nun die Vollständigkeit meiner Einrichtungsunterlagen geprüft und mir den SIM-Kartenbrief genommen habe, ist der nächste Schritt, diese SIM-Karte auch in den Speedport Hybrid einzulegen. Das habe ich insofern schon mal vorbereitet, dass ich von diesem großen SIM-Kartenträger, der sich im Lieferumfang befindet, die innere Chipkarte, die Micro-SIM, herausgebrochen habe, denn diese benötige ich für den Speedport Hybrid Router. Um sie nun einlegen zu können, drehe ich den nach unten und der SIM-Karten-Slot ist durch diesen Aufkleber gekennzeichnet. Ich diese Klappe öffne, den Aufkleber entferne, finde ich dort auch eine kleine Grafik, die mir anzeigt, wie rum ich die Karte einlegen muss, nämlich mit dem Chip nach unten und der abgeschrägten Ecke nach vorne links. Und beim Einlegen muss ich sie so tief einstecken, bis ich ein kleines Klickgeräusch höre. Dann sitzt die SIM-Karte sicher im Slot und ich kann diese Klappe verschließen. Jetzt setze ich die Einrichtung des Speedport Hybrid mit der Verkabelung fort. Hierfür benötige ich nun das DSL-Kabel, welches ich zum einen mit der Telefondose und auf der anderen Seite mit dem Speedport Hybrid verbinde. Ganz wichtig, wenn Sie von einem bestehenden DSL-Anschluss wechseln, der noch über einen Splitter verfügt, dann müssen Sie den DSL-Splitter entfernen und statt des Splitters direkt dieses DSL-Kabel in die vorhandene Telefondose stecken. Wir wechseln hier von einem bestehenden Universalanschluss auf Magenta Zuhause Hybrid. Hier ist durch die Umschaltung des Anschlusses schon die LED des NTBA erloschen und dessen Stecker ziehe ich nun auch heraus und stecke den gleichen Stecker vom DSL-Kabel des Speedport Hybrid Routers an dieser Stelle rein. Und die andere Seite des Kabels würde ich in die DSL-Buchse des Speedport Hybrid stecken. Das DSL-Kabel des Speedport Hybrid ist zwar 10 Meter lang, aber an unserem Standort reichen auch diese 10 Meter nicht aus und wir möchten unsere hausinterne Netzwerkverkabelung nutzen. Deshalb stecken wir den Stecker des DSL-Kabels nicht direkt in den Speedport Hybrid, sondern in die entsprechende Buchse für die Netzwerkdose, wo wir unseren Speedport Hybrid aufstellen möchten. So, ich verwende nun das mitgelieferte Netzwerkkabel des Speedport Hybrid dazu, es in die Netzwerkdose unserer hausinternen Verkabelung zu stecken. Auf der anderen Seite befindet sich das DSL-Kabel und ich stecke nun dieses Netzwerkkabel in die DSL-Buchse. Hier würde eigentlich normalerweise direkt das DSL-Kabel angesteckt werden. Zusätzlich benötigt der Router natürlich Strom und das Netzteil stecke ich bei Power rein.
dann beginnen die Lampen zu leuchten und der Einrichteprozess des Speedport Hybrid beginnt. Zunächst die Powerleuchte, dann werden gleich die LTE-Balken die Empfangsstärke anzeigen und die DSL-Leuchte wird anfangen zu blinken und sich versuchen mit dem DSL-Netz zu verbinden. Ist der Router auch schon online? Ich sehe hier einen LTE-Balken, das heißt, hier ist ein relativ schlechter LTE-Empfang. Ich müsste also nun noch versuchen, den Standort des Routers zu verändern, um den Empfang zu verbessern. Oder es befindet sich auch auf der Rückseite des Routers eine Klappe, die ich öffnen und dort eine LTE-Außenantenne anschließen kann. Diesen beiden Anschlüssen. Mit der Einrichtung des Speedport Hybrid kann ich fortfahren, sobald die DSL-LED dauerhaft leuchtet, also nicht mehr blinkt und der Bitte-Warten-Hinweis erloschen ist. Für die weitere Einrichtung des Speedport Hybrid benötige ich zum einen meine Zugangsdaten, entweder bei einem neuen Anschluss die neu zugeschickten oder meine bestehenden Zugangsdaten. Und zusätzlich benötige ich auch das Gerätepasswort des Speedport Hybrid. Dieses befindet sich auf der Unterseite, es ist auf dem Fuß aufgedruckt und dort gibt es nochmal so ein kleines Briefchen, das man entnehmen kann, um das Ganze dann auch am Computer eingeben zu können. Wenn Sie dieses Briefchen aber verlieren sollten und das Gerätepasswort zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal benötigen, dann finden Sie es, wie gesagt, auf der Unterseite. Und ich verbinde nun meinen Computer per Netzwerkkabel mit dem Speedport Hybrid. Hierzu stecke ich das Netzwerkkabel in eine LAN-Buchse des Speedport Hybrid und dann in die entsprechende Netzwerkschnittstelle meines Computers. Die Konfigurationsoberfläche des Speedport Hybrid erreiche ich über die Internetadresse speedport.ip, die ich nun in meinem Internetbrowser eingebe. Dann komme ich hier auf den Einrichtungsassistenten. Wie schon erwähnt, muss ich dort als erstes das Gerätepasswort Nachdem ich im letzten Schritt auf Fertigstellen gedrückt habe, komme ich nochmal auf eine Übersichtsseite, wo mir nochmal Internet, Telefonie und die Netzwerkeinstellungen angezeigt werden und ich an dieser Stelle auch noch beliebige Änderungen vornehmen kann. Damit ist der Speedport Hybrid Router grundsätzlich einsatzfähig und ich könnte jetzt fortfahren, indem ich beispielsweise Telefone oder um ISDN-Telefone verwenden zu können, den Speedport-ISDN-Adapter einrichten.